BR Heimat, Treffpunkt Blasmusik. Und dazu sagt Stefan Ametzbichler wieder einmal Servus und herzlich willkommen. Heute, vor genau 71 Jahren, am 23. Mai 1949, trat das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Im Auftrag der drei westlichen Besatzungsmächte, von einem parlamentarischen Rat ausgearbeitet und von allen Landtagen in den drei Westzonen angenommen. Von allen? Fast allen. Die Bayern waren erst einmal dagegen. Warum und weshalb? Dazu mehr in unserem heutigen Treffpunkt Blasmusik. Lassen wir uns aber doch zumindest einmal hochlegen, gleich zu Beginn. Weil ab und zu tun wir das ja schon ganz gerne, oder? Und wenn schon, dann natürlich auch ganz weiß-blau. Blaskapelle Feldmoching unter Markus Böger mit dem Marsch Weiß-Blau von Max Höck. Der königliche Musikdirektor und langjährige Musikmeister der Kapelle des renommierten Infanterieleibregiments in München hatte damit wieder einmal sein Bekenntnis zu seiner bayerischen Heimat klangvoll zum Ausdruck gebracht. Ja, das Bekenntnis zur bayerischen Heimat. Das haben im Jahre 1949 auch viele Politiker des Bayerischen Landtags lautstark zum Ausdruck gebracht. Sie wollten verhindern, dass das neu geschaffene Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt. So, wie es sich der Parlamentarische Rat ausgedacht hatte und es exakt heute, vor 71 Jahren, am 23. Mai 1949 dann auch in Kraft getreten ist. Trotz der weiß-blauen Ablehnung. Bevor wir uns aber mit dieser einsamen Rolle der bayerischen Grundgesetzverhinderer auseinandersetzen, schauen wir es uns doch einmal etwas genauer an. Insgesamt 146 Artikel regeln das Tun und Lassen unserer demokratischen Gesellschaftsordnung.
Da geht es um die Grundrechte der einzelnen Bürger, um die Würde des Menschen, um die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, um das Recht auf Unversehrtheit, um Glaubens- und Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit oder auch um Gleichberechtigung. Da geht es aber auch um die Beziehung zwischen Bund und Ländern, um Regelungen zu den einzelnen Organen unseres demokratischen Rechtsstaates wie Bundestag, Bundesrat oder den Bundespräsidenten, die Bundesregierung, das Bundesverfassungsgericht und so ziemlich alles, was sich um die Organisation des Staates und die Prinzipien der Demokratie dreht. Gut 40 Jahre lang durfte es inzwischen 64 Mal geändert und ergänzt im geteilten Deutschland nur für den Westen gelten. Ein Provisorium, das als Übergangslösung geplant war, bis Deutschland endlich wieder ein einheitlicher Staat werden sollte. Auch deshalb nannten es seine Väter und Mütter auch Grundgesetz und nicht Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Vor 30 Jahren dann, im Jahr der Wiedervereinigung, hätten wir nach Artikel 146 sogar die Möglichkeit gehabt, eine richtige Verfassung durch das Volk beschließen zu lassen. Diese Möglichkeit besteht nach wie vor. Doch warum hätten wir es ändern sollen? Oder ist es wirklich so schlecht, unser Grundgesetz? Mein schönes Bayernland.
Bohrische Herz. Ein Marsch von Werner Furtner und Ernst Hoffmann, mit dem die Stadt- und Bergknappenkapelle Penzberg und ihr Dirigent Thomas Bierhoff ihre Liebe und Treue nicht nur zum weiß-blauen Bayernhimmel bekundet haben. Ja, wir Bayern und unsere Heimattreue. Immer wieder wird sie ja von den anderen Stammesgenossen jenseits unserer weiß-blauen Grenzpfähle belächelt oder auch mal mit einem Kopfschütteln quittiert. Und manchmal werden wir halt einfach auch nicht wirklich verstanden. So wie seinerzeit. Im Mai 1949, als das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland von 10 Landtagen der westlichen Besatzungszone ratifiziert wurde und allein die Bayern es rundweg abgelehnt hatten. Sie hören den Treffpunkt Blasmusik hier auf BR Heimat und da geht es heute tatsächlich um das Grundgesetz, das genau vor 71 Jahren am 23. Mai 1949 in Kraft getreten ist, trotz der bayerischen Ablehnung. Aber davon reden wir später noch. Und natürlich habe ich mich auch gefragt, wie es überhaupt zu einem Grundgesetz gekommen ist. Und auch da gibt es eine Vorgeschichte. 1946 und 1947 hatten bereits eine ganze Reihe ehemaliger und heutiger Bundesländer in der britischen, französischen und amerikanischen Besatzungszone eigene Landesverfassungen verabschiedet. In Bayern trat am 8. Dezember 1946 eine Verfassung in Kraft. Verständlicherweise war das den Alliierten aber zu wenig. Sie erwarteten auch für einen gesamtdeutschen neuen Nachkriegsstaat eine Verfassung, in der die Grundlagen für eine neue demokratische Gesellschaftsordnung formuliert sein sollten. Hierfür wählten die 11 Länder der westlichen Besatzungszonen 65 Frauen und Männer in einen parlamentarischen Rat, der zwischen dem Spätsommer 1948 und im Frühjahr 1949 ein Regelwerk erarbeiten sollte, das anschließend von den Landesparlamenten ratifiziert wurde. Die Ministerpräsidenten der Länder beharrten dabei aber von Anfang an auf der Vorläufigkeit dieses Regelwerks, solange es nicht für ganz Deutschland gelten konnte. Daher wurde es auch als Grundgesetz und nicht als Verfassung verabschiedet und gegen den Wunsch der Militärgouverneure auch von den Landesparlamenten genehmigt und nicht vom deutschen Volk beschlossen. Um Positionen und Inhalte wurde zum Teil heftig gerungen. Schon früh zeichneten sich zwei Lager ab. Die Befürworter eines starken Zentralstaates fanden sich in erster Linie im Umkreis der SPD. Während die Union und insbesondere die traditionell stark föderalistisch orientierten Länder im Süden Deutschlands, darunter natürlich vor allem auch Bayern, zu einem Deutschland einzelner Bundesländer mit mehr Eigenstaatlichkeit und Selbstständigkeit tendierten. Nachdem der Parlamentarische Rat den Entwurf des Grundgesetzes am 8. Mai 1949, dem 4. Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands, angenommen hatte, genehmigten die Militärgouverneure der britischen, französischen und amerikanischen Besatzungszone diesen Entwurf mit einigen Vorbehalten dann am 12. Mai. Zwischen dem 18. und 21. Mai wurde er in den Länderparlamenten zur Abstimmung gestellt und eben von fast allen auch angenommen. Nur Bayern war dagegen. Auswirkungen hatte das allerdings trotzdem keine. In Einklang mit Artikel 144 war der Entwurf von 2/3 der deutschen Länder, in denen das Grundgesetz zunächst gelten sollte, angenommen. Und so wurde es heute, vor 71 Jahren, am 23. Mai 1949, in einer feierlichen Sitzung des Parlamentarischen Rates bekannt gegeben und auch in Kraft gesetzt. Die Bundesrepublik Deutschland war geboren. Thank you.
Noch einmal zwei weißblaue Farbtupfer. Der Weiß-Blau-Marsch vom Kimbauli in einer Aufnahme mit der Blaskapelle Rottach-Egern unter Hans Weber und eine weißblaue Landlerfolge von Peter Fien mit der Stadtkapelle Starnberg unter der Leitung von Horst Blassel. An den 71. Jahrestag des Grundgesetzes erinnern wir heute an diesem 23. Mai hier im Treffpunkt Blasmusik auf BR Heimat. Bayern hätte es ja gern etwas föderalistischer gehabt, mit mehr Mitspracherechten der Länder und einer stärkeren Betonung ihrer Eigenständigkeit, auch und gerade in Bezug auf Finanzhoheit und eigene Gesetzgebungskompetenz. In der CSU herrschte die Meinung vor, dass dem Bund nur so viel zustehe, wie die Länder ihm zu geben bereit seien. SPD und FDP hatten zwar auch so ihre Bedenken, lobten aber dennoch die Fortschrittlichkeit dieses neuen Grundgesetzes. Der FDP-Politiker Thomas Dehler pries es mit den Worten: Kein Bundesstaat der Welt gibt den Ländern so viel Rechte als unser Grundgesetz. Überzeugen konnte er damit nicht. Nach 14 Stunden einer überaus leidenschaftlich und hitzig geführten Debatte stimmten die 174 anwesenden Abgeordneten des Bayerischen Landtages bereits weit nach Mitternacht und damit am 20. Mai 1949 bei 9 Enthaltungen mit 64 Ja gegen 101 Nein-Stimmen klar gegen die Vorlage dieses neuen Grundgesetzes. Allerdings wollten die Volksvertreter nicht als Separatisten gebrandmarkt werden und sich auch nicht nachsagen lassen, die Einigkeit Deutschlands zu boykottieren.
Durch einen zusätzlichen Beschluss konnte Ministerpräsident Hans Ehard erreichen, dass die bayerische Staatsregierung die Zugehörigkeit Bayerns zu dem werdenden deutschen Bundesstaat in dem Augenblick anerkannte, in dem das Grundgesetz mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen der Länder ratifiziert war. Damit wurde die Ablehnung des Grundgesetzes durch ein feierliches Bekenntnis zur Bundesrepublik und zur Verfassungstreue quasi reingewaschen oder doch zumindest mit einer Geste der Versöhnung bedacht. Seitdem hat sich Bayern mit dem Grundgesetz so einigermaßen arrangiert und bleibt doch einer der glühendsten Verfechter der föderalen Eigenständigkeit. Und nicht nur, weil wir eine eigene Hymne haben und schöne weiße Schilder mit der Aufschrift Freistaat Bayern, die jeder sofort zu sehen bekommt, der von woher auch immer die weiß-blauen Grenzen überschreitet. Die bayerische Verfassung kennt, ja, auch eine eigene bayerische Staatsangehörigkeit, die nach Artikel 6 durch Geburt, Legitimation, Eheschließung und Einbürgerung erworben und aber auch nicht mehr aberkannt werden kann. Und in Artikel 8 heißt es dann ganz explizit, alle deutschen Staatsangehörigen, die in Bayern ihren Wohnsitz haben, besitzen die gleichen Rechte und haben die gleichen Pflichten wie die bayerischen Staatsangehörigen. So steht es zumindest da auf dem Papier. In
Einigkeit. Die Blaskapelle Alpenland unter Adi Rinner mit einem Marsch von Adi Rinner, mit dem wir unseren Rückblick auf 71 Jahre Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland abschließen. Und damit auch die Frage, warum sich die Bayern so gegen dieses Grundgesetz gewehrt haben. Diesen vermeintlichen Angriff auf die bayerische Eigenständigkeit, die sich ja trotzdem ganz gut gehalten hat, oder? Auch wenn das mit der bayerischen Staatsbürgerschaft zwar in der bayerischen Verfassung so drinsteht, aber eben halt auch nur da so steht. Und wir kommen ja auch ohne sie ganz gut zurecht. Weil Eigenarten und Besonderheiten haben wir ja trotzdem noch hinreichend viele. Wie zum Beispiel uns, BR Heimat, mit seinem 24-Stunden-Programm an Volksmusik und Blasmusik und einem Treffpunkt Blasmusik, in dem Sie sich auch mal was wünschen dürfen. Diese Chance beim Schopf gepackt hat Roman Klaus aus dem Kemptner Ortsteil Kollerbach. Mit einem Titel von Ernst Hutter und seinen Egerländer Musikanten grüßt er jetzt alle Kollerbacher und ganz besonders Karl Hudetz und Rainer Hartmann. Und das als Musikfreunde. Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten mit dem Walzer Musikfreunde von Franz Bummerl. Unser heutiger Blasmusikwunsch für Roman Klaus aus dem Allgäu, aus dem Kemptner Ortsteil Kollerbach. Ja, und sollte auch Ihnen diese unsere Eigenart, sich etwas wünschen zu dürfen, gerade recht kommen, dann schreiben Sie uns auch ganz einfach. Entweder ganz traditionell auf dem Postweg an den Bayerischen Rundfunk, Treffpunkt Blasmusik, Rundfunkplatz 1 in 80300 München oder digital und per E-Mail unter der Adresse blasmusik@br-heimat.de. Also entweder per Post an den Bayerischen Rundfunk, Treffpunkt Blasmusik, Rundfunkplatz 1 in 80300 München oder per E-Mail unter der Adresse blasmusik@br-heimat.de. Und während Sie jetzt Ihr Wunschdenken auf Touren bringen dürfen, erinnern wir uns ganz kurz daran, dass vorgestern Christi Himmelfahrt war mit einer Himmelfahrtspolka.
Thank you.
Obernzeller Bayerisch-Böhmische und der Andi Samberg mit einer Himmelfahrtspolka und einer zumindest virtuell erlebbaren Sommernacht in Prag von Jaromír Vejvoda. Und wer weiß, vielleicht wird die ja in diesem Sommer doch noch ganz realistisch und greifbar näher, wenn sich in gut 3 Wochen auch die Grenzen wieder etwas weiter öffnen. Für den Urlaub im eigenen Land fährt die Bahn ab dem kommenden Pfingstwochenende ihr touristisches Fernverkehrsangebot wieder hoch. Anfang der 50er Jahre gehörte dazu auch der blaue Enzian, der von Hamburg nach München fuhr und sogar einen eigenen Aussichtswagen hatte. In den 70ern verlängerte man den Laufweg dann bis Klagenfurt und später wurde die Linienführung mehrfach angepasst. Und seit ein paar Jahren gibt es ihn neu als EC 112-113 auf der Strecke zwischen Klagenfurt und Frankfurt. Den Wahlgarmischer Ernst Hoffmann hatte er schon 1969 zu einem Marsch inspiriert. Thank you.
Ein Zug, bei dem man in den 50er, 60er und 70er Jahren schon beim Einsteigen vom Urlaub träumen konnte. In klingende Töne gesetzt von Ernst Hoffmann und die Nepomuk-Polka von Franz Gerstbrein. Beides gespielt von der Stadtkapelle Weilheim unter der Leitung von Franz Heilo. Und weil vorhin von Bayern die Rede war, seinem ausgeprägten Hang zur Eigenständigkeit und seiner Liebe zu allem, was es an bayerischen Eigenheiten so gibt, ich hätte da noch was im Angebot. Ein Zwiefacher. Als Tanz mit mehr oder weniger regelmäßig sich abwechselnden Zweier- und Dreier-Takten, so mit Dreher- und Walzerschritten, gibt es ihn sicher schon im 18. Jahrhundert. Der Name Zwiefacher als Bezeichnung für zwei unterschiedliche, wild miteinander kombinierte Tanzschritte ist eher jüngeren Datums. Wahrscheinlich hatte man damit früher einfach Tanzstücke aus zwei verschiedenen Melodien bezeichnet. Und ursprünglich Ende des 18. Jahrhunderts das als höchst unzüchtig empfundene paarweise Tanzen zweier Menschen unterschiedlichen Geschlechts. Männlein und Weiblein, die sich eng umschlungen im Kreise drehen. Eichacher Bauernmusik mit dem Zwiefachen, es schläuft der Bau und damit geht er auch langsam auf das Ende zu, der heutige Treffpunkt Blasmusik hier auf BR Heimat. In unserer Schmankerlstunde gleich nach den Nachrichten sagt Conny Glocker heute Ade, mein lieb Fernreiseland und macht uns dabei den Urlaub daheim noch schmackhafter, als er eh schon ist.
Und im Blasmusikkonzert um 17.05 Uhr bittet Karl-Heinz Brandt heute die Kings of Brass auf die Bühne. Nachdem auch die deutschen Brassband-Meisterschaften dieses Jahr Corona zum Opfer fielen, soll wenigstens ihre Musik zu hören sein. Heute Nachmittag um 17.05 Uhr in unserem Blasmusikkonzert hier auf Bärheimat. Ja, auch ich verabschiede mich jetzt mit Kings aus der Zunft der gehobenen Blechbläserkunst, dem Kings of Brass aus der Brassband A7, und sage wieder einmal Servus und bis zum nächsten Mal als Ihr Stefan Hansbichler. Sie hören BR Heimat. Typisch Bayern.